Ich habe das Gefühl, ich gehe kaputt. Und jetzt kommt der Moment, wenn du dich fragst, ist nicht alles bescheuert? Ja. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es auch wieder um eure Fragen. Ihr technischen Fragen zum neuen Akkugrill von Makita? Kein Problem, geben wir euch. Zum 40-Volt-System kommen wir auch gleich nochmal. Eine der häufigsten Fragen war das Bluetooth-Modul. Natürlich hat das Ganze auch ein Bluetooth-Modul und ich sage euch, da kann man jede Menge einstellen. Hier zum Beispiel, wie heiß das Ganze wird oder auch die Grillfarbe. Ist ja merkwürdig. Okay, aber man kann zum Beispiel auch das Würstchen speziell nochmal einstellen. Was für Würstchen habe ich denn eigentlich? Habe ich hier einen Krakauer? Habe ich hier eine Wurstschnecke? Oder zum Beispiel, der Klassiker, Thüringer Rostbratwurst. Super. Andere Frage war, wie schnell wird das eigentlich heiß? Mit 12 Volt dauert es etwas länger, mit 40 Volt geht es richtig schnell. 1-2 Minuten, volle Hitze, kein Problem. Aber die Frage war auch, wie lange hält er die Hitze denn eigentlich? Ziemlich lange, nämlich so eine Nachlauffunktion, die geht aber nur mit 40 Volt. Ich habe eine richtig, richtig schlechte Nachricht für euch. Der Grill, der Akkugrill von Makita ist ausverkauft. Er kommt auch dieses Jahr nicht mehr rein. Warum? Unsere Videos zum Akkugrill haben über 2,5 Millionen Leute gesehen und der wurde restlos wegverkauft. Irre, wie schnell das ging. Okay, okay, jetzt aber wirklich Spaß beiseite. Das Ganze war natürlich ein April-Scherz. Wir haben auch aus April-Scherz-Gründen diesen Grill hier vorgestellt. Was wir aber nicht gedacht hätten, ist Folgendes. Über 10.000 von euch haben sich diesen Grill nur bei gotools.de angeguckt. Viele Tausende haben bei diversen Shops, alle Shops in Deutschland, gestürmt und nach diesem Grill gesucht. Auf der Baumesse wurde Makita gefragt, wann kommt der Grill endlich? Makita-Mitarbeiter haben gedacht, was ist denn jetzt los? Wo kommt der neue Grill her? Bei uns auf der Seite ist so, dass viele, viele, viele Menschen bei uns bei dem Produkt gesagt haben, bitte benachrichtigt mich, wenn das wieder da ist. Und selbst bei der Makita Bestellhotline sind immer wieder die Telefone heiß gelaufen, wann kommt endlich der Makita Grill? Ist doch der Wahnsinn, was man mit einem solchen kleinen Video erreichen kann. Und nochmal, das ganze Spaß, kein Ernst, war nur ein April-Scherz. Wir haben euch den Akkugrill von Makita vorgestellt. Natürlich war es ein April-Scherz. Das sind eure Kommentare. So spielt man nicht mit den Gefühlen anderer Leute. Arbeitet der Grill mit den coolen aus alten Makita-Akkuschraubern? Wenn ja, dann muss ein richtig guter Grill sein, so heiß wie die sonst glühen. Geht schon. Dazu müssen die Akkus sehr gut brennen. Das klitzekleine Problem ist nur, die Akkus dann wieder aufzuladen. Das stimmt auf jeden Fall. Eine Wurst rein! Drei wieder raus. Das kann Bosch nicht. Das stimmt. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber ich habe eine Mail da lassen, damit GoTools mich benachrichtigt, wenn der Grill wieder verfügbar ist. 12 Volt Akku, eine Wurst. 18 Volt Akkus, 1,5 Wurst. 40 Volt Akku, drei Würstchen. Hätte lieber erst die Kommentare gelesen, bevor ich im Internet mich tot suche. Das haben, glaube ich, sehr viele. Was reimt sich auf Akkugrill April? Ich habe Bosch Batterien. Scheiße. Aber ist nicht Galileo sonst das erste Kamerateam in Deutschland, das genau sowas entdeckt? Bald haben wir eine komplette Baustellenküche. Ja, das glaube ich auch. Wir haben Kaffee, Mikrowelle demnächst und einen Grill. Hammer, oder? Eine wirkliche Information wäre die Makita Bierzapfanlage. Ich glaube, die kommt. Uns erreicht immer wieder eine Frage, und zwar Bosch Gartengeräte in Blau. War das ein April-Scherz? Nein, sie kommen wirklich. Ihr viele, viele Tausende, eigentlich Millionen von euch wollten diese Geräte haben. Wir waren vor kurzem auf der Messe und haben sie in der Hand gehabt und gesehen. Wir durften sie eigentlich mitnehmen. Es gibt einen Laubbläser von Bosch Professional, 18 Volt. Es gibt zwei Freischneider von Bosch Professional, auch nochmal, auch mit 18 Volt entsprechend. Und eine Heckenschere gibt es auch noch. Und die häufigste Frage von euch wird folgende sein, wann kommt der Rasenmäher. Und der Rasenmäher kommt genau jetzt muss weg. Wir waren auf der Baumesse 2023 in München und hier sind die Werkzeug-News. Als allererstes, wenn du mit deinem Akkugerät etwas warm gemacht hast, dann kann es ja sein, dass es wieder kalt geworden ist. Dann willst du es vielleicht in deine Mikrowelle heiß machen. Hat Makita jetzt auch endlich. Und zwar kommen da zwei 40-Volt-Akkus rein und dann kannst du mit 500 Watt in 3 Minuten deine Currywurst fertig machen. Funktioniert. Cool. Dann ist es so, von DEWALT gibt es eine TAF-Box, da kannst du in der Box deine Akkus laden. Da hast du sogar zwei USB-Ports und so weiter und so fort. Ist übrigens bereits verfügbar, wenn dich das interessiert. Von DEWALT gibt es übrigens auch einen Bandschleifer 18 Volt. Nach dem Milwaukee-Bandschleifer echt eine coole Alternative. Sollen wir uns das angucken? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Finde ich sehr interessant. 800 Watt Output, wow. Im Kürze erhältlich. Von DEWALT gibt es auch noch eine Akkusäge, und zwar mit 54 Volt, mit einem 305er Blatt und 12 cm Schnitthöhe. Die ist schon erhältlich. Die muss ich echt mal angucken, das ist ja der Hammer.
Ebenfalls von DEWALT gibt es noch Folgendes. Und zwar gibt es eine weitere Akkusäge. Und zwar mit einer sehr, sehr kleinen Schnitthöhe von nur 50 mm. Auch schon erhältlich. Wieso habe ich das alles nicht hier? Was ist denn los? Muss ich mir mal anschauen. Und auch von DEWALT gibt es eine neue Edition. Und zwar die McLaren Edition. Wir blenden hier mal ein paar Bilder rein. Das finde ich echt interessant. Und natürlich, Gartengeräte von Bosch gibt es jetzt auch endlich. Schauen wir uns demnächst an. Wir haben die neue Festool CSC Sys für euch getestet. Wir haben es euch ja schon vorgestellt, die neue Akku-Tischkreissäge von Festool, ein Präzisionsmonster. Aber wie gut saugt sie denn eigentlich ab, wenn ihr sie richtig quält? Weil das ist ein entscheidender Grund für viele von euch. Das haben immer wieder Leute von euch gefragt und deswegen hier der Test. Wir haben hier 5 cm hoch eine Baubohle genommen und haben sie immer und immer wieder drüber geschoben. Und in Summe haben wir 40 Schnitte gemacht. Und was war das Ergebnis? Über 95% ist im Sauger gelandet. Eigentlich ein wirklich gutes Ergebnis, aber trotzdem einiges ist auch vor der Säge, auf dem Boden und vor allem zu dir auf deinen Körper drauf gekommen. Und das ist ein bisschen schade. Man muss aber sagen, das Ganze hier ist 5 cm hoch. Wir haben wirklich das Maximum ausgeschöpft, was die Säge kann. Wenn wir bei normalen Sachen sind, wie Paneele, 2 cm, glaube ich, wäre das Ergebnis viel, viel besser. Das war das Schlimmste oder das Maximale, wie man ihn quälen konnte. Und apropos Akku, wie konnten wir den quälen? Wir haben hier in Summe noch 2/3 volles Akku. Das finde ich ein echt gutes Ergebnis. Und zwar Absaugung und Akku. Schnelle Fragerunde zur Akkutischkreissäge von Festool CSC Sys 50. Kommt es auch als eine Hybridvariante oder als kabelgebundene Variante? Nein, nein, gibt es nicht. Wird es auch nicht geben. Ist die Absaugung gut? Haben wir euch einen Test gemacht? Schaut einfach bei den anderen Videos. Startet die Säge auf den Akkusauger von Festool, überhaupt kein Problem. Du musst nur den Akku koppeln, dann funktioniert das Ganze. Das ist doch nur was für ganz spezielle Anwendungen. Würde ich nicht sagen, die Verkaufszahlen sagen auf jeden Fall was anderes. Übrigens, allein in meinem Bekanntenkreis haben 3 diese Säge gekauft. Warum hat die Säge keinen Sawstop? Was soll denn das hier eigentlich? Ist relativ klar, das passt hier eigentlich nicht rein. Auf diesem kleinen Bauraum noch diesen Sawstop einzubauen, das wäre schlicht nicht möglich gewesen und hätte das Ganze noch viel teurer gemacht. Kann ich eigentlich auf dem dazugehörigen Arbeitstisch auch einen Sustainer einrasten? Nein. Ist die Säge eigentlich auf dem Gestell festgerastet? Nein. Wenn du das einfach schräg stellen willst und damit fahren willst, würde sie einfach runterfallen. Du musst also im Zweifel festgurten. Wir haben sie für euch vorgestellt, die neue Tauchsäge von Milwaukee. Hier eure Fragen. Testen wir die hier gegen andere Akkutauchsägen? Na klar. Wie gut ist hier der Gummi der Führungsschiene? Der ist richtig gut vergleichbar mit Festool oder anderen Herstellern. Auch Führungsschiene. Ist die Führungsschiene 100% baugleich mit Festool, Makita oder diesem System an sich? Jein. Man kann das Gerät auf beiden oder auf allen 3 Systemen führen ohne Probleme, aber sind nicht 100% baugleich. Dadurch passen einige Anbauteile nicht. Gibt es einen Kippschutz von Milwaukee, dass es nicht runterfällt? Nein, könnt vielleicht ein bisschen suchen. Es gibt es in Europa auf jeden Fall nicht. Die Führungsschiene ist dafür ausgelegt. Gibt es einen Rückschlagstopp direkt von Milwaukee? Nein, aber der von Festool würde zum Beispiel passen. Wozu hat die Säge eigentlich eine einstellbare Vorrätsfunktion wie das hier? Naja, das kann man jetzt so und so sehen. Im Grunde ist es so, ihr braucht es nicht. Ihr könnt es auch einfach mit den Tiefeneinstellungen machen. Aber ihr habt folgende Funktion. Ihr könnt eine Tiefe festjustieren, könnt vorritzen und könnt immer wieder dieselbe Tiefe nutzen. Das wäre vielleicht ein Vorteil. Ansonsten ist nicht wichtig. Gibt es einen Winkelanschlag von Milwaukee? Nein. Eure Frage war aber auch, passt der von Festool? Der hier ja, der hier leider nein. Kann man die Milwaukee-Führungsschiene mit einer Festool- oder Makita-Führungsschiene verbinden? Physisch ja, aber dann gleitet das Ganze nicht mehr. Also eigentlich nicht. Wie gut hält der Saugschlauch hier hinten am Stutzen? Richtig gut. Ja, und für euch kann ich nur sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.